Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Next Big Thing. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind das letzte Mal. Vielleicht sollte ich mal gucken, wo ist es denn hier, meine Aufgaben? Genau, ich sollte ihn vom Labor fernhalten, das hat noch nicht geklappt und ich brauche Material für den Chipzieher. Hier ist der drin, wir können hier durch die Tür, da war Sie ich Sie führt nach draußen und... Ah, in dem Gebäude liegt Willys Büro. Aber egal, im Moment will ich hier nicht weg. Okay, also da kommen wir nicht hin. Hier ist er, da sind die Damen, also hier die beiden Dings. Und muss ich hier wieder so durch, oder? Na toll. In Ordnung. Fahrstuhl 1, Murray 0. Falls man ihn mit einer Kombination öffnet, ist es nicht diese. Fahrstuhl 2, Murray 0. Nichts, der geht nicht auf. Nicht gut. Nichts, der geht nicht auf. Nicht gut, Nein, wir basteln uns jetzt keinen Blechkanal. Oh, schade. Warte mal. Eine Nummer und drei Buchstaben. Wofür sind die? Moment. Ich gebe die vier Zahlen vom Blatt ein und... Fahrstuhl 3, Murray 4. Fabelhafte Aufholjagd und Abpfiff. Sehr gut. Aber ich fahre erst runter, wenn ich mir sicher bin, dass Fitz Randolph nicht ins Labor will. Wenigstens weiß ich jetzt, wie man den öffnet. Das ist eine Menge wert. Okay. Oh, danke, Musik spielt wieder. Das Problem ist, was haben wir denn hier noch Hübsches? Ich habe schon alles rausgenommen, ne? Ich habe in den Taschen nichts gefunden. Wollen wir denen mal hier den Teebeutel geben? Ich soll das Ding hergeben? Nö. Wir können den ja eins überziehen. Ich soll ihm eine verpassen? Lieber nicht, seine Freundin ist größer als ich. Und wahrscheinlich auch der bessere Mann. Ich könnte sie vielleicht K.O. schlagen, aber dann kriege ich es mit ihrem Freund zu tun. Wir kennen uns kaum, aber ich weiß schon, dass du eine wichtige Person in meinem Leben bist. Das wird nicht ihr Stil sein. Der ist viel zu dick, um gesund zu sein. Ich dachte, wir könnten das vielleicht, bin gerade verzweifelt. Warte mal, den Teebeutel hier? Wozu brauche ich einen Stuhl? Keine Ahnung. Achso, wir könnten vielleicht was auf den Stuhl legen. Keine Chance. Die gebe ich Liz nicht wieder. Die gehört der Irren. Garantiert. Die können wir nicht mitnehmen? Da ist nichts mehr für den alten Dan. Schade. Aber was machen wir denn? Verzichte. Mach mal Pause, Katjanowski. Was ist, Murray? Ich bestehe darauf. Geh nicht ins Labor. Ach so. Celsius und ich brauchen etwas Intimsphäre. Verstehst du? Wir kennen uns kaum, aber ich weiß schon, dass du eine wichtige Person in meinem Leben sein wirst. Der deine, Barry Celsius. Was für ein Typ. Lieber Freund Murray, du bist ja die reinste Wundertüte. Du bist es. Und auch Celsius. Wer hätte das gedacht? Na, dann lasse ich euch doch im Labor in Ruhe. Zufrieden? Und wie? Ich hoffe, Willy hat den Mund. Die Lüge kann meinen Ruf ruinieren, sorgte sich Dan.
Da würden eine Menge Mädchen aus allen Wolken fallen. Aber was soll's? Dafür habe ich die Eintrittskarten und Willys Wort, dass er nicht ins Labor geht. Mach weiter, Katjanowski. Ja, Sir. So, können wir jetzt da durchgehen? Sie führt nach draußen, aber ich will nicht raus. Okay, können wir nicht. Aber wir können jetzt wahrscheinlich hier drüben hingehen. Ach ja, guck mal. So. Was für ein Blödsinn von Celsius. Wie konnte er glauben, dass er ein Mädchen wie Liz mit diesem Firlefanz erobern kann? Ja, warum nicht? Haben wir die Tür schon aufgekriegt hier? Nee, ne? Ah, scheinbar doch. Hier ist eine. Hier ist dann auch ein. Oh. Mit Sicherheit führt er weit von den Studios weg. Viel zu weit weg. Ich bleibe lieber in der Nähe der Studios, um das Geschehen im Griff zu behalten. Okay. So, hier ist ein Blechmann, den wir nicht weiter benutzen können. Hier ist nichts weiter. Hier. Das Schießpulver, das ich in den Teebeutel gefüllt habe, reicht mir. Okay. Dann ist hier bloß Labor. Hier ist nichts weiter, ne? Nö. Und er ist nur noch Attrappe. Was haben wir hier noch? Ach nee, hier unten ist sein Hotspot. Können wir ihm nicht hier ein bisschen Zunder machen? Oder einen Bot in der Hand drücken? Das gehört ihm, ich weiß. Aber er kriegt es nicht wieder. Okay. Hier. Das gehört ihm, ich weiß. Okay. Hier, wir hauen ihm noch eins. Halt. Was ich ihm verpasst habe, reicht. Okay, wir hauen ihm nichts. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... ein Ding. Mit welchem Buchstaben beginnt es? Es beginnt mit S. Schwiegermutter. Sieb. Ich will nicht, dass diese Genies meinetwegen Zeit verlieren. Ja, ist klar. Professor? Wie läuft es, alter Brummer? Murray, ich brauche ein paar Dinge. Etwas, das einem Chip ähnelt und einen der Kristalle, die Celsius zum Aufladen der Chips benutzt. Moment mal. Der Beweis, dass Celsius versucht, die Irre auszunutzen. Können wir das hier? Kannst du das gebrauchen, alter Brummer? Ha, keine Frage. Das da in der Mitte ist einer der kleinen Kristalle, mit denen Celsius die Chips mit Energie lädt. Sobald ich fertig bin, nehme ich ihn auseinander. Okay. Ja, hier sind ein paar Teile. Warte. Was ist der Schachtel hier? Da sind Teebeutel drin. Ach so, okay. Ja, die hatten wir. Professor? Kannst du das gebrauchen, alter Brummer? Oh, aber klar doch. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Unter den Komponenten finde ich mit Sicherheit etwas, das einem Chip ähnlich ist. Murray, hiermit habe ich alles, was ich brauche, um einen sicheren Chipzieher anzufertigen. Tada. Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue ihn in kürzester Zeit zusammen. Danke für die Komponenten, Murray. Ja, super. Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue in kürzester Zeit einen niegelnagelneuen Chipzieher. Ja, hat er gesagt. Hallo, du Irre. Vielen Dank für die Eintrittskarten. Ich hab gedacht, du brauchst sie überhaupt nicht. Irgendwie ist Boxen ja nicht so dein Sport. Na, was soll's. Entspann dich. Du musst stark sein, Liz. Sehr stark. Wie ein Fels. Oh. Dan, sehr stark. Liz, Gefährtin von Dan. Liz, sehr stark. Liz, kaputt machen. Endlich! Jetzt kann ich mich mit mir unterhalten. Ich muss mit mir mal Tacheles reden. Das ist verkehrt rum. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ach, ja. Ah. Und dir? Gut. Ach ja. Das ist gut.
ja, doch. Fitz Randolph ist toll. Was? Fitz Randolph liebt uns alle. Das Wort toll benutze ich nie. Die Zeit der Veränderungen ist gekommen. Veränderungen, um toll zu sagen? Veränderungen, damit Fitz Randolph das erste Monster im Kongress wird. Liz wurde klar, wenn sie wieder sie selbst sein wollte, musste sie ihr anderes Ich von Fitz Randolphs Joch befreien. Das ist ja der Teil, der noch mit dem Stück Chip verbunden ist, ne? Aber hier sind meine ganzen... süß. Eine mit einem Garderobenkomplex ist entflohen. Was? Eins muss man sagen. Wer auch immer sie aufgestapelt hat, wusste den Platz zu nutzen und hatte eine Engelsgeduld. Sie wird unnütz werden, wenn ich, Liz Allaire, Fitz Randolphs Wahlkampf zunichte gemacht habe. Vor allem ist es spiegelverkehrt, ja? Ich will nichts davon. Okay. Wir können aber hier wieder raus. Warte mal, ich rede mal mit mir. Hallo. Hast du Nagellack in Neonblau? Nein, obwohl ich gern welchen hätte. Seit gestern Nachmittag habe ich solche Lust, mir die Nägel neonblau zu lackieren. Ich auch. Seit ich vom Zeppelin geflohen bin. Geht mir auch so. Erstaunlich, wie ähnlich wir uns sind, Liz. Toll. Weißt du, woher ich weiß, dass du nicht ich bist? Aber Liz, ich bin du. Wegen der Schminke. Ich würde mich nie so anmalen. Ach, damit habe ich nichts zu tun. Die Chefin der Make-up-Abteilung hat gemeint, das sind die richtigen Farben. Meine Güte, die stehen dir überhaupt nicht. Fitz Randolph liebt uns alle. So schlimm? Ja. So sehr, dass ich mich meinetwegen schäme. Bin sofort wieder da. Die Tasche. Das ist der... Nora, bist du da? Oh, wie ärgerlich. Was ist los? Die Make-up-Chefin ist nicht da. Und sie hat all ihre Utensilien mitgenommen. Ach, wie ärgerlich. Meine Worte. Fitz Randolph ist toll. Guck mal hier. Die haben das umgedreht, damit das passt mit dem... Hier sitzen die beiden Metal-Death... keine Ahnung, ne? Mortadella hier, wie auch immer. Und jetzt verstehe ich... Ich muss dir ein paar Kleinigkeiten über Fitz Randolph erzählen. Fitz Randolph hat dir eine Gehirnwäsche verpasst. Und ich bin ihm dafür dankbar. Sowas muss man sauber halten. Fitz Randolph ist toll. Du bist vom Zeppelin geflohen. Erinnerst du dich? Natürlich erinnere ich mich. Ich hatte mich geirrt. Fitz Randolph liebt uns alle. Er ist ein Freund von Dan Murray. Dem Idioten. Nein, von dem Idioten? Ja, Liz, von dem Idioten. Das kann nicht sein. Ich glaube dir nicht, Liz. Lassen wir das Thema Fitz Randolph. Ich werde immer dabei bleiben. Fitz Randolph ist toll. Bis dann, Liz. Bis dann, Liz. Wenn ich mich beim Durchwühlen der Tasche erwische, werde ich mir sehr böse sein. Aber wir können hier nicht hinten lang, ne? Nee. Hat aber nette Klamotten an hier. Nützliche Schachtel. Mal sehen. Ein Kabelbinder. Und ein Magnet. Pro, besser die zwei Dinge zu haben, als sie nicht zu haben. Korrekt. Contra, und wozu will ich sie haben? Ist halt ein Adventure, ne? Ich hoffe mal, hier drinnen wird sich nichts befinden. Okay, hoch geht's. Entweder war das schon so oder irgendjemand hat die Knöpfe durcheinander gebracht. Ja. Wollt ihr mich zum Weinen bringen? Nein. Was ist das hier? Ein Tamtam. Oh. Puh, es heißt, die werden aus Tierinnereien gemacht. Schweinsblase. Okay, der ist nicht da. Dan, mein alter Kumpel. Solche Kreaturen haben es gern, wenn man sie in ihrer Sprache anspricht. Okay. Ich, Liz. Liz Dankenstein. Dan Stark. Dan, bitte. Dan allein im Dschungel leben? Dan Junggesellenhütte. Dan Frau in Junggesellenhütte bringen. Liz in Junggesellenhütte möchten? Liz nie bei erstem Date. Dan keine Freunde? Dschungel viele Junggesellenhütten. Schamane Dans bester Freund. Schamane weit weg wohnen? Schamane in der Nähe wohnen.
über Dans Kopf. Schamane besprechen müde. Dan großes Messer haben, Liz geben. Liz Messer werfen können. Liz zweitbeste Schützin Mendelssohn Club. Dan nicht wissen Club. Dan prüfen Liz. Ich kann... Liz schlechte Schützin. Liz kein Messer. Messer falsch funktioniert. Messer schlecht. Messer gut. Liz faul. Liz Apfel essen. Liz stärker werden. In ihrer Schützenehre gekränkt, beschloss Liz, sich der Prüfung im Messerwurf zu unterziehen, oh mein Gott, die er vorgeschlagen hatte. Ach, ist das herrlich. Hallo, Dan. Hallo, Liz. Kennt Dan Fitz Randolph? Dan nicht kennen Wort Fitz Randolph. Schon wieder. Okay. Bis dann, Dan. Bis dann, Liz. Weiter geht's. Fitzrandolf, Fitzrandolf ist gut. Was? Fitzrandolf liebt uns alle. Ha! Jetzt weiß ich, wer die andere Liz dazu bringt, solchen Blödsinn zu reden. Was fährt da hinten rum? Fallschirm? Die Autos werden doch von Tag zu Tag unsicherer. Da ist eine Platte drauf. Wie eine LP, aber größer. Ich würde die Platte gern anhalten, aber die Roboter sind viel stärker als ich. Okay. Können wir die anhalten, die Roboter? Nein. Durch diesen und den anderen kommt die Stimme, die mein anderes Ich manipuliert. Schade, dass er keinen Ausschalter hat. Fitz Randolph liebt uns alle. Er bestimmt den Arbeitsrhythmus der Roboter. Jetzt ist er dran. Bam, 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 bam. Hey, Pausbacke! Bam, bam. Pausbacke? Merkwürdig. Er kann mich weder sehen noch hören. Umso besser. Liebt uns alle. Hier, Tamtam. Er hat schon seine eigene Trommel. Doppelt sogar. Die hätten wir aber wegmachen können. Hier, ein Apfel für ihn. Er scheint keinen Hunger zu haben. Außerdem bin ich nicht die Hexe aus Schneewittchen. Schade, 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 schade. So, tap. Mit Magneten. Fitz Randolph liebt uns alle. Das entmagnetisiert ihn nicht. Und es verändert ihn nicht im Geringsten. Ah, okay, dafür ist der Magnet da. Hier, mit der Schelle. Ich könnte versuchen, ihn damit stillzulegen, wenn er viel kleiner wäre. Okay, ich glaube, das kriegen wir anderweitig gelöst. 30, bitte. Ui, wo sind wir denn hier? Aber das ist ja Anne-Marie. Auch wenn es Liz noch nicht wusste, war die Hilfe ihrer Schwester Anne-Marie absolut unerlässlich für sie. Wie würde die Hilfe wohl aussehen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die aussieht. Hier ist die Kurbel, die nehme ich mit. Wenn man die Kurbel dreht, bewegt sich der Schreibtisch und wird zum Liebesnest. Ach so. Huch. Ach nein, wenn man sie dreht, dann löst sie sich. Das ist ja einfach und effektiv. Okay, was habe ich hier? Anne-Marie Allaire. Auszeichnung für ihr Musikstudium an der Juilliard School von New York, der angesehensten Hochschule für Musik und Schauspiel des Landes. Beängstigend, dass Anne-Marie BWL in Kalifornien studiert hat und gleichzeitig Musik in New York. Ist ja genau gegenüber. Hat sie die Strecke mit dem Flugzeug zurückgelegt. Aber das war nicht alles. Wow. Währenddessen hat sie die Zeit genutzt, um ihre Lehre als Stewardess zu absolvieren. Wow. Ich kann es nicht da wegnehmen. Anne-Marie ist sehr stolz darauf. Anne-Marie Allaire, Master in Betriebswirtschaftslehre der Spitzenuniversität Stanford, Kalifornien. Wow. Die ist ja, hui. Hier ist eine Garderobe. Da fasse ich mal rein. Gehört die Jacke dir?
Die hat mir ein Kunde geschenkt, Punkt. Ein Boxer, Komma, der Typ mit den Eintrittskarten. Komma? Punkt. Aber du weißt oh schon, Gott. Komma, das ist nicht mein Stil, Punkt. Wenn du sie haben willst, Komma, gehört sie dir, Punkt. Ich mag sie nicht. Ich behalte sie. Sie ist scheußlich. Danke. Die wackelt hier mit den Hüften, sehe ich jetzt erst. Man muss Sport lieben, um sowas zu tragen. So, pass mal auf, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Man benutzt sie, um Dinge zusammenzubringen, damit sie sich nicht bewegen. Ja. Er ist nicht essbar. Sehr gut. Ich würde es gerne spielen können. Mach doch einfach. Draufhauen. Egal, was Dan sagt. Ich werde nichts essen, während ich bauchfrei herumlaufe. Er bläht sich sonst auf und ich sehe dick aus. Huch. Ein Überraschungsrucksack. Sie lag auf Anne-Maries Schreibtisch. Nee, sie steckte dran. Eine Boxerjacke. Igitt. Little Anker war. Was ist das hier? Ich glaube, ich habe Queenie beobachtet, als sie es malte. Ich habe mir die Hände lange nicht gewaschen. Ich mache es lieber nicht schmutzig. Was haben wir denn hier drüben noch? Nichts. Okay, das ist einfach nur ein leerer Raum. Hi, Anne-Marie. Willkommen, Komma, Elizabeth, Punkt. Oh, bitte nicht die ganze Zeit. Die Galerie Allaire bedankt sich bei dir, Komma, weil du Queenie zu diesen 5 Bildern inspiriert hast, Punkt. Du hast mit ihr gesprochen, endlich. Ich wusste, dass ihr euch irgendwann versöhnt. Inkorrekte Schlussfolgerung, Punkt. Sie hat mit Kurier eine Nachricht geschickt, Punkt. An das Voodoo-Bild gehängt, Punkt. Ach ja, ich sah, wie sie es zu malen begann. Klammer auf. Ich hoffe, Komma, es hat dich nicht zu sehr belastet. Punkt, Punkt, Punkt. Klammer zu. Das stand da nicht. Weswegen sollte mich ein Voodoo-Bild belasten? Wegen dem, Komma, was passiert ist, Komma, als oh Papa Gott. Und Mama uns nach New Orleans mitnahmen. Punkt. Was ist denn passiert, als Papa und Mama uns nach New Orleans mitnahmen? Du erinnerst dich immer noch nicht, Komma, oder? Fragezeichen. Eine alte Frau, Gedankenstrich, eine Hexe. Gedankenstrich, schenkte euch eine Puppe und versicherte euch, okay, Komma, Deutschkurs dass, inklusive. Komma, wenn ihr 2 Gegenstände von einem Menschen an der Puppe anbringt, Komma, der Mensch dann zur Voodoo-Puppe würde, Punkt. Und genau das habt ihr getan, Punkt. Okay, eine Voodoo-Puppe. Wie haben wir die Voodoo-Puppe denn gebastelt? Ihr habt einem Mädchen eine Haarsträhne abgeschnitten und an der Puppe angebracht, Punkt. Später habt ihr eines ihrer Tücher genommen und daraus einen Rock für die Puppe genäht, Punkt. Was ist mit dem Mädchen passiert, dessen Sachen wir an der Voodoo-Puppe befestigt haben? Ihr habt gesagt, Komma, dass die Puppe euch versehentlich in den Matsch gefallen wäre, Punkt. Und nur wegen der Voodoo-Gesetze sei dem Mädchen unmittelbar darauf genau dasselbe passiert, Punkt. Das Mädchen ist stinksauer geworden und wir haben es nie wieder gesehen, Punkt. Wie hieß das Mädchen, an dem wir Voodoo ausübten? Erinnerst du dich wirklich nicht? Fragezeichen. Sie hat Jahre bei uns gelebt, Komma, als Kindermädchen, Punkt. Ihr Name war Stacy, Punkt. Stacy, Punkt? Der Name sagt mir nichts. Merkwürdig, Ausrufezeichen. Jahrelang warst du wie besessen von ihr, Punkt. Du hast sie mit allem verglichen, Komma, was dir unter die Augen kam, Doppelpunkt. Eine Vase, Komma, ein Kran, Komma, eine Tasche, Punkt, Punkt, Punkt. Klammer auf, alles, Komma, was groß war. Ausrufezeichen, Klammer zu. Oh nein, Gott, das ist nervig. Gesagt, erinnere ich mich nicht an sie. Aber in letzter Zeit ist mein Gehirn etwas strapaziert worden. Oh, die ist nervig. Außer Klavier spielst du doch auch andere Instrumente, nicht wahr? Ich habe Diplome in Klavier, klassischer Gitarre, Geige, Violoncello und Schlaginstrumenten. Punkt. Warte mal, Ausrufezeichen, in Violoncello noch nicht, Punkt. Da fehlt mir noch ein Jahr, Punkt. Oh, ihr kommt immer mehr Text dazu. Was ist denn passiert, als Papa und Mama uns nach New Orleans mitnahmen? Du erinnerst dich immer noch nicht, Komma, oder? Fragezeichen. Eine alte Frau, Gedankenstrich. Okay, warte. Das Was da. Hältst du von dieser ganzen Geschichte? Dass Queenie und du Stacy in den Brunnen gestoßen habt und euch später die Verbindung mit der Puppe ausgedacht habt, Komma, um euch die Predigt zu ersparen. Punkt. Und, Komma, dass Magie nicht existiert. Punkt und Ende. Okay.
Schluss mit dem Thema. Schluss mit dem Thema, Voodoo. Es scheint so, als hättest du immer alles unter Kontrolle. Man darf sich niemals von Gefühlen leiten lassen, Komma. Elizabeth. Punkt. Sogar, Komma, wenn du Caps Lock absolut und schrecklich verärgert Caps Lock bist. Punkt, Punkt, Punkt. Denk daran, Doppelpunkt. Untersuche deine Gefühle mit Distanz. Punkt und Absatz. Oh Gott, ist die nervig. Die ist Single, oder? Mir ist etwas sehr Seltsames passiert. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Elizabeth, Doppelpunkt. Du machst sowas ständig. Punkt. Klammer auf. Mal sehen, Komma, wann du dich zusammenreißt und es sein lässt. Punkt. Klammer zu. Bis dann. Bis dann. Ausrufezeichen. Bis dann. Ich mache hier Folgenpause. Euer Firefox.